So, da bin ich nochmal zurück mit einem kleinen, aber feinen Infovideo, was gerade die etwas jüngeren Zuschauer betrifft. Nämlich, man kann jetzt wieder V-Bucks-Karten kaufen, beziehungsweise man kann sie endlich kaufen, weil ich glaube, die gab es in Deutschland so noch gar nicht zu kaufen, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Sie sollten eigentlich kommen, aber dann kamen sie irgendwie doch nicht. Ich zeige euch mal gerade, wie das Ganze dann aussieht und wo ihr die Karten bekommen könnt. Also, es gibt die Karten einmal anscheinend in drei Varianten. Einmal 1000 V-Bucks, 2800 V-Bucks und 5000. Aber ich habe auch schon gesehen, für 10.000 V-Bucks gibt es die Karte eigentlich auch. Das ist nämlich dann die legendäre. Aber kann auch sein, dass jetzt die drei kommen in Deutschland, weil, wie man sieht, die hier sind eigentlich auch noch nicht in Deutsch, nämlich eigentlich noch in Englisch. Also wir müssen uns da einfach mal gedulden, weil auch hier inklusive wird ja bei uns stehen 25%. Aber was ihr wissen wollt, ist natürlich klar, wo kriegt man die zu kaufen? Also ganz simpel, man kriegt sie ganz normal im GameStop zu kaufen, an der Esso-Tankstelle, Deutsche Post. Also einfach inzwischen gibt es ja, also zumindest bei uns ist es hier in Koblenz so, Deutsche Post haben wir eigentlich in dem Sinne nicht mehr, sondern einfach ein Kiosk, die halt auch Post, sag ich mal, entgegennimmt und da werdet ihr die wahrscheinlich auch bekommen. Dann Annie und Agib, sagt mir jetzt nichts, ist wahrscheinlich auch Tankstelle. Jet-Tankstelle, also Jet ist eine Tankstelle, das sind die gelben Tankstellen, die haben wir nämlich auch hier. Aber Annie und Agib sagt mir halt jetzt gar nichts. So, dann die dürfen halt den, das jetzt verkaufen in den nächsten Wochen. Im Laufe der nächsten Wochen werden ausgewählte Einzelhändler im Vereinigten Königreich, Frankreich und in Deutschland, also auch bei uns, die haben anscheinend nur zwei Läden, wo sie es verkaufen dürfen, da können wir noch richtig froh sein. So, jetzt ist natürlich die weiterhin die Frage. Ihr seht, ach, hier sind die richtigen Karten. Da ist es doch richtig. Weil hier oben seht ihr ja selber, hier oben ist noch Englisch. Aber hier unten ist jetzt in Deutsch. Also 1000 V-Bucks kosten halt dann 8 Euro. Dann, was waren die anderen? 2800 kosten 20 und die 5000 V-Bucks kosten, ja, ich schätze mal genauso viel wie bei uns im Shop. Ist halt nur, dass ihr die Karten so kaufen könnt. Nämlich, das Problem ist ja bei den meisten, ihr dürft euch keine PSN-Karte kaufen und hast du nicht gesehen. Aber ich weiß nicht genau, also ich will jetzt hier auch keine falsche Hoffnung machen, ob wir in Deutschland nicht Guthabenkarten sowieso erst ab 16 kaufen können. Weil ich habe eben beim anderen YouTuber schon was gesehen, er hat gesagt, ihr dürft die kaufen, aber ich glaube, in Deutschland darf man generell erst ab 16 oder sogar erst ab 18, das kommt drauf an, was es ist, darf man die eh erst dann kaufen, weil ihr dann erst halb geschäftsfähig bist. Aber wo kann man das Ganze einlösen? Einfach hier drauf gehen. Ich werde das Ganze natürlich auch verlinken. So, hier seht ihr schon 13.500 V-Bucks. Ist natürlich klar, das ist dann die, was haben wir zurzeit im Kurs? Warte mal, haben wir 80 Euro? Ich meine 80 Euro, oder? Ja, 80 Euro. So, gerade nochmal zurückgehen. Zack, das war zu viel. Wo sind wir? Da. So, wie geht das Ganze dann einfach? Das ist halt wie immer die Guthabenkarte. Ich zeige euch das mal gerade, so sieht das Ganze aus. Und dann müsst ihr halt den Code freirubbeln. Aber für alle die, die jetzt denken, oh, ich hole mir einfach so welche und klau mir die, das könnt ihr schon vergessen, weil die müssen natürlich immer in der Kasse aktiviert werden. Ist nämlich immer eher lustig, wenn die Karten nicht aktiviert sind, könnt ihr sie nämlich auch noch nicht benutzen. Ultra nervig. Hatte ich nämlich auch schon mit Passive-Karten und hast du nicht gesehen. Dann gebt ihr hier einfach den PIN ein, ganz easy, und dann auf Next. Aber denkt dran, hier oben rechts, ihr müsst euch immer eingeloggt haben. Also wenn, solange ihr nicht eingeloggt seid, könnt ihr natürlich auch keine Karte einlösen. Aber ich denke mal, das sollte eigentlich logisch sein. Das soll es eigentlich schon gewesen sein mit dem kleinen, aber feinen Infovideo. Den einen oder anderen wird es freuen, wenn ihr die V-Bucks-Karten halt auch bekommt. Aber ich denke mal ganz einfach, wenn ihr mit euren Eltern unterwegs seid und ihr zeigt, guck mal hier, darf ich die für 8 Euro haben? Ich schätze mal, da werden eure Eltern eher sagen, ja, als wenn ihr direkt sagt, hier, ich will eine PSN-Karte für 20 Euro. So, aber denkt dran, wenn ihr euch was kauft, gerne auch meinen Creator-Code benutzen. YT-FamilyHack. Grüße gehen dann jeden Einzelnen raus. Euch noch einen schönen Tag und haut rein.